Das Gelände ist echt so riesig. Sonne ist am Untergehen, wie man sieht. Und wir haben noch mehrere Objekte vor uns. Das werden wir niemals schaffen. Das nächste versteckt sich hier in diesen riesigen Hallen. Und das ist ein Zugbahnreparaturwerk. Es gibt hier x Eingänge, alle wunderschön nummeriert. Die meisten sind zu, aber einer soll offen sein. Durch diese Türe soll es reingehen. Schauen wir mal. Ja, die ist offen. Geil. Und da stehen sie schon. Waggons, die auf ihre Reparatur, ihre Ausbesserung warten. Und ich glaube tatsächlich, dass die lange, lange, lange noch warten werden. Hier stehen also alte Waggons, die wohl wieder aufbereitet werden sollten. Und dann direkt hier vorne, das wird wohl so eine Art, ich schätze jetzt mal, Rangierlok gewesen sein, die entsprechend die Waggons gezogen hat. Kann natürlich sein, dass ich mich täusche, aber vielleicht auch nicht. Wer kennt sich aus? Wer sagt mir, ob das richtig ist, was ich gerade erzählt habe? Da muss ich natürlich meinen Blick reinwerfen. Aber schön, auch hier diese alte Ölkanne, glaube ich, dass es ist. Vielleicht auch eine Benzinkanne. Und hier der Sitz. Absolut genial. Und da drüben die Steuereinheit. Da muss ich doch mal auf die andere Seite rübergehen. Also was mir auffällt, ist ja so Gas und Bremse und Kupplung. Aber in zwei Richtungen. Da ist das Ding. Also ich behaupte jetzt mal, man konnte entweder so rumsitzen und fahren oder sich einfach umdrehen und dann in die andere Richtung fahren. Ich hoffe, ich liege damit richtig und erzähle nicht wieder irgendwelchen Quatsch. Also der Blick nach vorne könnte auch ein bisschen besser sein. Hier haben die Vögel schon drauf gemacht. Aber toll, in dieser kleinen Lok zu sein. Die Türen von diesem Waggon stehen offen und das Krasse ist, hier kommt schon der typische Bahngeruch raus. Ich muss da jetzt natürlich auch mal reingehen. Meine Toilette, wie man sie von der Bahn kennt. Also, ich weiß nur nicht, wann ich das letzte Mal Bahn gefahren bin. Also, so sah das früher aus, als ich Bahn gefahren bin. Und also, das ist Bahnfeeling pur. Einfach mal hier rein. Guck mal hier mit Schlafwagen sogar. Da dieses Netz für Gepäck. Ja, so wie man sich einen Zug vorstellt. Aber ich muss sagen, tatsächlich war ich noch nie in einem Zug in diesem Zustand. Die meisten sind hier wirklich immer zerklopft, beschmiert und so weiter und so fort. Das ist hier nicht der Fall. Hier kann man einfach durch laufen, als ob es ein normaler Deutsche Bahnzug wäre. Und da geht es dann, wie man es auch kennt, wahrscheinlich fest auseinanderziehen. Genau, da würde man theoretisch in den anderen Wagen kommen. Aber hier ist quasi der Boden, der normalerweise runterklappt,
Der ist oben. Jo, so schaut das aus in der Bahn. Ja. Das Coole hier ist, dass man nicht nur in den Zug kann, sondern man kann hier auch unter den Zug, weil es ein Bahnreparaturwerk oder was immer auch war. Und kann man hier quasi unter den Zügen laufen. So, gerade jetzt ein bisschen bücken, jetzt geht es ein bisschen hoch. Aua, das war mein Schädel. Aber das sind doch coole Aufnahmen. Wann hat man denn schon mal die Möglichkeit, unter einem Zug zu sein? Außer man möchte ihn irgendwie ausrauben, man möchte Train surfen oder man möchte sein Leben beenden. Das macht ja hoffentlich niemand. Genial. Wo warst du denn? Wo ich war? Ich war unter einem Zug. So schaut's aus. Also, wenn ich das richtig überblicke, dann stehen hier drei verschiedene Waggonteile, Züge, wie man das auch nennen mag. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der hier großartig anders ist. Schau mal, ob man hier irgendwo reinkommt vielleicht. Das ist genial mit dem Licht, mit der Sonne, die hier durchscheint durch das Glasdach. Ich habe jetzt gerade im Rücken so eine kalte, modrige, nach Lost Place stinkende Brise gespürt. Und wenn ich hier umdrehe, da gibt es hier einen Durchgang in eine andere Halle. Temperatur ist hier, ich sage es mal, 5 Grad niedriger als drüben. Hier stehen auch keine Waggons. Aber wie man sieht, hat sich hier die Natur ausgebreitet. Wie schon in diesem grünen, in der grünen Fabrik vorhin. Das ist doch auch schön. Also das ist wie drüben in der anderen Halle. Man kann sich hier verlieren, man kann sich hier in Details verlieren. Das ist also eine super Aufnahme, eine super Szenerie jagt die andere. Huiuiuiui. Cool ist, dass hier überall so kleine Leitern auf Stege hoch gibt, wo man einen besseren Überblick hat, beziehungsweise da wurde natürlich irgendwann mal an den Waggons oder Zügen gearbeitet von oben. Ich gehe jetzt mal hier eins hoch, weil ich möchte an diese fetten Lampen ran. Was ist denn das hier? Ist das Holz? Nee, das ist Stahl. Also da sollte man eigentlich gut drauf laufen können, auch wenn es eine wackelige Angelegenheit ist. Schaut mal hier. Knackst ein bisschen. Toller Überblick. Wow. Das gefällt mir schon wieder. Aber ich habe das Gefühl, mir gefällt hier irgendwie alles. Ein fantastischer Ort. Ich weiß nicht, ob ich mich täusche, aber kann das sein, dass das Maskottchen von der Weltmeisterschaft 78 in Argentinien ist? Das triggert irgendwas bei mir. Buenos Dias, Argentina. Guten Tag, du fremdes Land.
Also ich setze ja gerne Dinge auf, aber die setze ich nicht auf. Selbst ich nicht. Prag gegen Osnabrück 90-51. 1968. Nicht schlecht. Also, mich würde wirklich interessieren, was auf diesem Schild, auf diesem verstaubten Schild da oben steht. Aber mit Sicherheit habe ich es inzwischen rausgefunden. Wenn nicht, brauchen wir eure Hilfe. Wollten wir hier gerade Schluss machen und die Züge oder die Waggons sein lassen, entdecke ich hier rechter Hand noch eine Treppe, die nach oben führt. Und sowas kann man natürlich nicht auslassen. Ja? Wer weiß, was sich da oben versteckt. Einige Treppenstufen später erreichen wir jetzt hier mal das Ende dieser Sektion. Und das... Ui... Das sieht aus, als wären hier die Bezüge bzw. die Sitze mal neu gemacht worden. Hier liegt überall so Schaumstoff rum. Oh, jetzt habe ich gerade voll den Schlag bekommen von dem Schaumstoff, der sich hier komplett auflöst. Hier liegt überall auch ganz viel Stoff rum. Und was haben wir denn hier, Dani? Was ist denn das da? Ich glaube, das ist das vom Kopfteil mit so Plätt. Richtig, damit man seine dreckige Ömme dranhängen konnte. Noch was? Ja, ich glaube, das hier, das war so ein Vorhang. Ja, genau. Verbirgt, versteckt dich, komm mal vor. Kuckuck. Was haben wir noch? Das ist, glaube ich, auch ein Vorhang. Mhm, gut. Und das da sieht aber aus, weil das ist, glaube ich, voll lang. Das ist so ein bisschen Leder, gell? Das ist irgendwie... Ja, könnte auch für so einen Sitz irgendwie ein Bezug gewesen sein. Also das sind auf jeden Fall alles irgendwelche Ersatzteile für die Züge, behaupte ich jetzt mal. Wer als erstes sagt, wer dieser nette Kerl hier ist, bekommt eine extra Erwähnung im nächsten Video. Ansonsten sind das hier lauter Arbeitsplätze, würde ich jetzt fast sagen, wo eben die entsprechenden Dinge gefertigt wurden. Und wenn man genug hatte von der Arbeit... Dann hat man sich natürlich einen leckeren Tusemak gegönnt. Was immer das auch ist. Scheint irgendwie ein Flop gewesen zu sein, das Ding. Also ich könnte mir vorstellen, dass hier in der Mitte, wo die ganzen Kabel runterhängen, dass hier wahrscheinlich die ganzen Arbeitstische standen. Die sind natürlich inzwischen entfernt worden. Ich weiß auch nicht, was das jetzt heißt. Auf jeden Fall das hier. Das sieht mir nach irgendwelchen Verkleidungen aus. Eine Art Sockelleisten, aber nicht hundertprozentig. Und oben drüber eben klassische Sitze für die Waggons. Und nebendran, was ist denn das? War das ein Kindersitz? Auf jeden Fall ist das Material dafür direkt daneben auch noch in Massen vorhanden. Ich bin jetzt nochmal eine Ebene nach oben gegangen, also schon im gleichen Raum, aber da ging es ein paar Treppenstufen nach oben. Und auch hier liegt ganz viel Material noch rum. Hier haben wir Schaumstoff. Dann auf dem Boden hier, ich weiß nicht genau, was diese Lederbändel, was haben denn die für eine Bewandtnis bei Zügen? Ich habe keine Ahnung, das sind auf jeden Fall säckeweise von diesen Lederbändeln. Hier hinten haben wir Armlehnen von Zügen. Überhaupt ganze Sitzteile
und da hinten quasi das Innenleben. Oh, und das ist krass, wie das alles zerfällt. Aber das ist doch schön hier oben. Und was auch wunderschön ist, ist einfach das Licht, wie das hier durch das Dachfenster reinkommt. Da oben ist übrigens die Galerie, von der ich gerade sprach, wo ich gerade oben war. 100 Kilogramm pro Quadratmeter passt, hat mich gehalten. Und was in Wirklichkeit hier aussieht wie ein Gefängnis, das ist tatsächlich ein richtig alter Aufzug. Natürlich hier tschechische Instruktionen, tschechische Anweisungen, Instruktionen, wir sagten das außer mir. Und hier konnte man dann quasi hoch runter wahrscheinlich, was immer das auch heißt, Dulu Nahoru, mit Sicherheit auch bescheiden ausgesprochen. So, jetzt so wirklich oberstes Stockwerk, man beachte auch mal die schönen Fliesen und hier gehen auch mehrere Gänge in diverse Richtungen ab. Wir gehen jetzt einfach mal dahinter, da kommt es so schön hell. Hier haben wir irgendwelche, ah ja, guck mal, das sind Bilder von Zügen vom Innenraum. Und das da unten. Oh Gott, sieht das luxuriös aus. Wahrscheinlich war das sowas wie der Orient Express. Steht irgendwas drüber? Nichts, was ich wirklich lesen könnte. Was haben wir hier? Das sieht auch nach einem Arbeitsraum aus. Auch noch ganz viele Sachen, die da stehen. Hier, das ist, glaube ich, ein alter Lautsprecher. Ein Tesla-Lautsprecher. Schon mal hinten drauf. Ja, genau, Lautsprecher. Okay, ich gehe mal weiter. An der Türe hängen geblieben. Wir gehen mal dahinter, da leuchtet so schön hell. Was haben wir denn da? Ui, ein schöner Besprechungsraum. Auch hier ist natürlich wieder das Licht. Ein absurder Traum, wie das hier. Ja, die Abendsonne reinzaubert in den Raum. Und hier irgendwelche, ich weiß nicht genau, was das ist. Wird wahrscheinlich auch irgendwas mit der Lok zu tun gehabt haben. Wir haben jetzt hier noch so eine Art, ich sage jetzt mal, Bericht gefunden. Und da stehen auch ein paar Daten drin. 2013 war das der Moment, als hier Schicht im Schacht war. Ja, und die Fenster, die deuten darauf hin, dass hier wirklich vor, ich sage jetzt mal, 10 Jahren Schluss war. Man wird hier echt nie fertig. Noch mehr Treppen nach oben. Und hier haben wir nochmal so zwei kleine Büros da oben. Ich bin da jetzt mal schnell hochgeeilt. In dieses, ja, wie ich gerade sagte, Büro. Da hat noch einer seine Arbeitsjacke hängen lassen. Tisch ist noch voll mit Unterlagen. Ja, und von da hat man eben diesen Blick auf die Arbeitsumgebung. Also, das war das Reparaturwerk. Dani, was meinst du? Voll geil. Richtig cool, mal in so einem Waggon zu sein, ohne dass Leute drin sind. Alles ist noch drin. Es war richtig geil. Und auch unter dem Waggon. Ja. Und das Krasseste war wirklich... Es riecht wie in einem Zug. Richtig so, okay, wir gehen jetzt in den Urlaub mit dem Zug. Ja, echter Hammer. Also, so vielfältig auch hier. Wir sagen in dem Sinne... Tschaußen! Wir hoffen, dass euch Teil 2 des riesigen Bahngeländes mindestens genauso gut gefallen hat wie die Green Factory davor. Und eines kann ich bereits jetzt schon spoilern. Teil 3 wird noch einmal komplett anders. 2 Stichworte genügen. Förderband und Orient Express. Weiter geht's am Mittwoch um 18 Uhr.